Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in Night City bei Cyberpunk 2077 bei der Mission Bis dass der Tod uns scheidet, wo wir versuchen werden, einem geschiedenen Ehemann vielleicht das ein oder andere Hab und Gut zu retten. Nach Möglichkeit diskret. Ja, seine Ex-Frau hat ihm wohl schon mal wenigstens sein Penthouse abgezogen. Die Schlösser wurden bereits ausgetauscht. Und ja, da werden wir nun von unserer Auftraggeberin irgendwie reingeschleust in das Penthouse. 400.000 im Monat. Wie bitte? Hier? Ganz sicher? So, fahren den obersten Stock. Das kriegen wir noch hin. Apartments. Mal ein Fahrstuhl ohne Werbung, auch was Neues. Gut. Einem luxuriösen Viertel muss man wohl keine Werbung ertragen im Fahrstuhl. Obwohl das immer eine schöne Abwechslung war, während man gewartet hat. Unbemerkt bleiben ist nur optional. Okay. Binde Guterres Büro. Umpolen. Damit es mich als Verbündeten sieht. Okay, das können wir auch mal machen. So, es sieht mich jetzt als Verbündeten. Hier ist aber irgendwo noch eine Kamera. Sicherheitsgeschützturm. Die Aktivierung. So, Sicherheitsdrohne. Kurzschluss. So, klau den Splitter, den digitalen Aktienschein. Verlinken wir uns mal. Nachrichten. Ich komme gleich zum Punkt. Hier sind die Beweise, dass mein Ex-Mann Bestechungsgelder vom Konzern akzeptiert und ihnen im Gegenzug Vorteile über seine Beziehung im Rathaus verschafft hat. Um ehrlich zu sein, habe ich mir die Dateien kaum angeguckt, weil mir das Ganze am Arsch vorbeigeht. Aber ich weiß, dass du einer dieser Pressefuzzis bist und so weiter. Was macht denn hier Geräusche? Drohne? Achtung, Malware entdeckt. Was für Geräusche hier die ganze Zeit. So, entkomme aus dem Gebäude.
jetzt hier noch? Nachrichten. Meine Splitter, Jalousien kaputt, rechtliche Schritte. Gut, nicht so interessant. Notreset. Ob es eine gute oder schlechte Entscheidung war, weiß ich nicht. Daten ausgeliefert. Glücklicherweise konnte das überlebende Kantau-Sicherheitspersonal den Angriff ohne weitere menschliche Verluste abwehren. So, Drohne looten. Das Unternehmen hat bereits reagiert und will gegen die Nomadenlager entschieden und gewaltsam vorgehen. Nach der Pause, Präsidentin Meyers hat eine Stellungnahme zum Flüchtlingsstrom aus den Niederlanden abgegeben. Radio einschalten eher nicht. Was? Sie haben mich entdeckt? Verdammt. Das hätte ich nicht machen sollen. Shit! Ausschalten. Ja, Notreset hat das Sicherheitssystem wieder hochgefahren. So ein Shit. War nichts mit ungesehen entkommen. Ah ja, hier raus. Mann. Da habe ich mich aber auch selber in die Falle gelockt. Mit der Reaktivierung des Sicherheitssystems und dann durch die eine Tür versuchen noch durchzukommen. Hoffentlich erwarten uns hier unten keine bösen Überraschungen. Aber abgesehen davon war es relativ easy. Falls wir jetzt hier problemlos rauskommen, aber da sehe ich jetzt kein Problem mehr. So, vielen Dank für eure Kohle. So, nehmen wir alles mit, was hier rumliegt. Schade zumindest mal nicht. So, raus hier. So, Splitter am Übergabeort hinterlegen. Mr. Gutierrez hat auf Diskretion bestanden. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Aber Diskretion bedeutet nicht, den Alarm auszulösen. Merk dir das für die Zukunft. Auftrag erledigt. Ich werde es mir überlegen. Vielen Dank.
Street Credits und Kohle. Wunderbar. So, habe ich dann noch Zeug zu verkaufen? Besser, besser, schlechter. Mal alles, was schlechter ist, verkaufen, verkaufen, verkaufen. So, was haben wir hier noch? Katana. Verkaufen, Klamotten. Netrunner Anzug. Einfache Jogginghose. So. Den Mantel möchte ich nicht verkaufen. Aber die bunten Schuhe können weg. Immer her mit der Kohle. Vielleicht reicht es dann auch irgendwann mal für ein fertiges Upgrade. Dieser ganze Kram kann alles weg. Das ist sowieso nicht. So, da haben wir sogar mehrere von. So, kann weg, kann weg. Was ist das? Verringert das Bewegungstempo, versinkert die Treffsicherheit. Nein, wir wollen uns keinen hinter die Binde gießen. Der Kaffee, weg, alles weg. Platz im Inventar. Und das behalten wir, das Zeug behalten wir. So, Kohle, her damit. So, mal gucken, Klamotten wechseln. Haben wir irgendwas, was besser ist für den Kopf? Nein. Den Oberkörper. Ja, mehr Panzerung. So, was hat denn das? 19,3. Ja, warte mal hier. 23,7. 29,1. Das kleidet mich doch ungemein. Oh, da reicht das Mindestlevel nicht. So, Kleidungssets, das lassen wir mal außen vor. So, Cyberdeck, Cyberware. Das passt alles soweit, meine Fähigkeitenpunkte lasse ich erstmal unangetastet. Jetzt können wir ja eigentlich noch die Kleidung verkaufen, die schlechter ist. Die ganzen Brillen und den Klimbim. Und endlich die grüne kurze Hose weg. Also, wieso fragt er mich, ob ich das wirklich verkaufen will? Achso, es ist ein legendäres Item. Dann behalten wir es mal, wenn es legendär ist. Wofür auch immer mir das später noch nutzen mag. So, und was ich jetzt mal als nächstes machen möchte, ist, ich möchte nochmal versuchen, das Batmobil, aka den Caliburn, zu bekommen. Das wird dann wahrscheinlich auch das letzte Mal sein, dass ich das versuche.
Reicht aber auch nicht. Hier oben zu dieser Höhle. Dazu muss ich den Schnellreisepunkt Rocky Ridge erreichen. Mal gucken, wo hier der nächste Schnellreisepunkt ist. Ist hier. Gut, da laufen wir mal hin. Also nachdem ich ja schon zig Sachen versucht habe, jetzt soll es eben nach der Mission in den Badlands so sein, dass man mehrere Tage warten muss, um letztendlich da das Fahrzeug vorzufinden. Das habe ich ja nun schon mehr als gemacht. Also will ich nochmal schauen, ob wir den Wagen jetzt bekommen. Es vergeht mir auch langsam die Lust daran, es immer wieder zu probieren. So. Schnellreise. So, hierher möchte ich. Penn and Palmer. B, kannst du gerade? Willst du reden? Ich meinte persönlich. Kannst du zum Lager kommen? Ich habe ein Problem. Was ist mit deiner Familie? Du hast ein Problem und rufst mich an? Hast du dich nicht mit der Familie versöhnt? Naja, das habe ich, aber ich dachte, das soll wohl heißen, du willst nicht kommen. Habe ich recht? Doch. Schon unterwegs. Puh, danke. Bin ich erleichtert. Bekomme ich etwas mehr Infos? Worum geht's denn? Also, das würde ich dir lieber... Lass mich raten. Saul, oder? Du kennst mich zu gut. Mhm. Bis gleich. Neue Mission. With a little help from my friends. Ich hoffe, die ist nicht zeitlich gebunden. So, warte mal, in meine... So, with a little help from my friends. Fortsetzung der großen Nomadensaga. Penny führt irgendwas im Schilde. Die Kleine weiß einfach nicht, wann es Zeit ist, aufzuhören. Das macht sie mir wahnsinnig sympathisch, ja. Du weißt es ja offensichtlich auch nicht, wenn du wirklich wieder raus in die Wüste willst. Vielleicht könnten wir ein bisschen Zeit sparen. Du stellst da draußen einfach ein Zelt auf. Wir wissen doch beide, dass es dir nicht mehr nur um den Job geht. Ja, durchaus. Gut, dann muss der Caliburn warten. Aber ich glaube, ich bin schon mal in der richtigen Gegend. Ausgezeichnet. Gut, der Caliburn muss warten, wenn ich von so einer netten Dame gerufen werde. So, da können wir uns ja hier mal die... was rufen wir uns denn da mal? Die Bestie, passt ja hier. So, da bin ich mal gespannt, was Penny von uns möchte. Und das erfahren wir dann aber in der nächsten Folge. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal und klingelt das Glöckchen, damit ihr eine dementsprechende Push-Benachrichtigung bekommt, wenn es soweit ist. Einstweilen bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.